Vom Albrechtsberg hat man einen sehr guten Überblick über die Ortschaft Oderberg, durch den die Alte Oder fließt. Anfang des 13. Jahrhunderts fand der Ort erstmals Erwähnung. Also vor der Trockenlegung des Oderbruchs, wurden viele Häuser im Ort erbaut. Auf der alten Oder ankert der Seitenraddampfer Riesa. Er dient als Museum. Heute findet hier ein Jazzkonzert statt. Vom Bollwerk Oderberg aus unternehmen wir eine Dampferfahrt auf der alten Oder in Richtung Hohensaaten. Gäste, wir möchten Sie recht herzlich an Bord unseres Schiffes willkommen heißen. Wir werden heute mit Ihnen nach Hohensaaten schippern. Dort, wo zwei Landschaftsschutzgebiete aufeinandertreffen, ebenfalls die Kreuzung dreier Wasserstraßen. Nach ca. 1,5 Stunden Fahrzeit inklusive Kaffee und Kuchen werden wir dann wieder hier am Bollwerk von Oderberg anlegen. In Hohensaaten macht das Schiff kurz vor der Schleuse kehrt und schippert zurück nach Oderberg.
Nach 1,5 Stunden Fahrt sind wir wieder in Oderberg zurück.